Zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear. So, richtig hinsetzen, weiter geht's. So, komm, mach zu hier. So. Geht nicht. Ah. Okay. Diese Kisten verheißen nie was Gutes. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen. Pause drücken, lesen, ihr wisst Bescheid. Was zum... Was? Ey. Da war eine Ratte. Alter! Das Wasser sieht eklig aus. Muss ich nicht haben. Okay. Ein Badezimmer. So, und weil wir gerade vom Bad reden, hier gibt es einen kurzen Cut. So, Entschuldigung für den kurzen Cut, aber wir waren hier im Badezimmer und genau, mehr muss ich nicht erzählen. Also, stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss, Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Warum schon wieder so eine hässliche Puppe da drinne? Bumm. Alter, das wird hier nicht besser. Okay. Eine Vorratskammer ohne irgendwas. Warum ist die zugesperrt, bitteschön? Okay. Ich sag mal so, es ist ein schönes, großes Haus. Ich müsste meine Kinder dann jedes Mal abends suchen in dem Haus. Weil die sich hundertprozentig irgendwo verstecken, wo man sie einfach nicht mehr findet. Klopperleier, laben sich an mir, treiben mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Was? Alter, wie krank bist du? Hallo? Okay.
Nicht gut. Oh, jetzt geht's im Keller. Oh, im Keller wartet immer der Mörder. Sieht nicht schön aus. Aber hier unten, oh, hier hat ein richtig schön Streaming-Ecke und Aufnahmeraum. Geil. Was zum? Was zum Henker? Passiert hier? Und ganz komischer Bass ist im Ohr dabei. Okay. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Der hat aus Knochen eine Grundierung gemacht. Ernsthaft? Wie krank muss man sein? Ich hätte hier gerne Licht. Hätte gerne Licht. Hier ist bestimmt noch irgendwo was. Sag ich ja. Baumelnder Abscheu. Geduldig, durstig, pelzig, Blutekel. Ängstlich hochzuschauen. Okay. Na gut. Verlassen wir den Keller wieder. Der ernsthaft Knochen für eine Grundierung genommen. Wie krank muss ein Mensch sein?
hier gibt's noch mehr. Okay. 3, 6, 8 Stück haben wir da schon. Sieht immer schöner aus hier. Okay. Erkenntnis-Silhouette von einer Person. Okay. Knochen. Ja, schön. Da hat dieses Bild, ey. Hallo, bleibst du mal offen? Ja, mal schauen, was uns bei was, wenn du scheiterst, passiert. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.